Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Und wie versprochen, werden wir heute mit den Riten für Anubis weitermachen. Die habe ich in der letzten Folge ja ein bisschen kürzer gehalten, weil es halt, schätze ich mal, eine lange Quest ist. Aber das schauen wir uns jetzt an, würde ich sagen. Genau, finde die drei rituellen Fackeln und entzünde sie. Das machen wir doch jetzt gleich mal. 148 Schmiede, da gehen wir gleich da hinten lang. Schauen wir mal, was es dort erwartet. Einmal hier hoch, bitte. Eine der Fackeln von Anubis müsste hier sein. Alles klar. Die Fackel ist umgestürzt. Wo ist die Schale? Der Zaun ist beschädigt. Gab es hier einen Kampf? Okay, alles hier unten anscheinend. Du sollst runtergehen, nicht hoch. Und hier ist Blut. Jemand fiel oder wurde gestoßen. Das sieht ganz so aus auf dem Blut. Nefertari hat nicht übertrieben. Der hier starb beim Entzünden der Fackel. Okay, wir brauchen noch ein. Ah, da unten, okay. Tauchen wir doch mal runter. Da ist die Schale ja. Sie ist ins Becken gefallen, als die Fackel umgestoßen wurde. Ja, geh hoch. Kommst du hier hoch? Nee. Hier kommst du hoch. Okay, dann wollen wir mal die Fackel reparieren. So, einmal reparieren bitte. Amulette? Sollte reichen. Jetzt muss ich sie nur noch entzünden. Okay. Torwächter der Duat. Ich ehre deinen Namen. So, die nächste ist 496 Meter weg. Gehen wir doch mal gleich hier lang. Gleich da hoch, da könnte man eigentlich rüber. Uns rüberseilen. Ach Gott, da oben. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Zeitersparnis war. Ich glaube es eher nicht. Aber egal. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwelche Steinkreise wieder finde, weil die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
glaube, 3 oder so müsste ich schon haben. Ganze Hygiene hier wieder. Obwohl, die können die eigentlich platt machen. Krieg ein bisschen Ressourcen. Ressourcen sind immer gut. Hier sein. Da ist ein Blut auf dem Stoff. Der hat ihn aufgehängt. Ja, Baby. Ich muss die abkassieren hier. So, weiter geht's. Torwächter der Duat. Ich ehre deinen Namen. Kein einfacher Auftrag. Ob hier noch andere Kräfte am Werk sind? Okay. Ab zur nächsten, würde ich sagen. Guck mal, das Pferdchen. Ah, die Aussicht ist schon super. Jetzt haben wir doch schon, glaube ich, die 41. Folge, aber es wird nicht langweilig, das Game. Das hat man ja oft bei so Open-World-Spiele. Das wird irgendwann langweilig werden. Aber das muss ich sagen, bis jetzt gar nicht. Also mir zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Spielern ist, aber mir wird es bis jetzt noch nicht langweilig. Und das heißt doch schon was, würde ich sagen. So, hier kommen wir ja schon durch, das haben wir ja schon geöffnet. Ein lauter Spinn hier. Boah. Ekligen Viecher. So, warte mal, nicht, dass hier wieder irgendwelche komischen Schlangen drin sind. Entschuldigung. Ich bin immer noch leicht erkältet, muss ich sagen. Das Gröbste ist aber überstanden, Gott sei Dank. So, mit der dritte Fackel. Sehr schön. Torwächter der Duat. Ich ehre deinen Namen. Das war die letzte Fackel. Ich sollte zurück zu Nefertari. Okay, dann gehen wir zu Nefertari zurück. Schnellreisepunkt haben wir hier nicht, oder? Zufällig? Doch, hätten wir. Ja, machen wir doch mal das Schnellreise. Ich habe gesehen, hier gibt es auch noch ein paar Quests, die werden wir uns dann nachher noch anschauen. Ein bisschen Level muss ich ja sowieso noch, wie gesagt, ich muss ja Level 28 werden. Oh, mich hab Dank! Hab Dank! Oh.
Was, gib mir die. Damit ich halt auch die Hauptstory weitermachen kann. Ich glaube, ich könnte bestimmt vorher auch schon weitermachen, aber würde wahrscheinlich zu schwer werden von den Gegnern her. Deswegen warten wir da noch ein bisschen. Und wir haben ja keine Eile. Wir können es ja langsam machen. Okay, sind wir schon oben? Was gibt es Neues? Die Fackeln brennen mit unermüdlicher Flamme. Dann bete ich, dass Anubis uns verziehen hat. Ich habe Amulette bei ihnen gefunden. Sagt dir das irgendwas? Etwa bei den Fackeln? Vermutlich zur Abwendung des Omens. Ich halte die Augen offen. Doch erst einmal brauchen einige Rebellen unsere Hilfe. Gewöhnlich reise ich selbst, aber man braucht mich hier. Sophia bot an meiner Stadt zu gehen, aber nur wenn du sie eskortierst. So soll es sein. Bayek, ich hoffe, deine Jagd wird bald enden. Bevor du unwiederbringlich ein anderer sein wirst. Okay, abgeschlossen. So, was kommt? Oh, was ist jetzt? Ja, machen wir doch gleich. Bis dort hinten. Rebellenbedürfnisse. Ey, du sollst runtergehen, sag mal. Nein, ich habe genau gewusst, dass er jetzt da reinspringt. So. Kommst du wegen der Sache mit den Rebellen zu mir? Später am Abend, beim nördlichen Eingang. Ich werde dort auf dich warten. Okay. Nordeingang. Ich müsste eigentlich... dieses Ding... Müsste hier oben eigentlich sein, oder? Die sind wir eh schon richtig. Müsste eigentlich genau hier sein. Ja, dann meditieren wir doch mal. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, das war eh schon richtig optimal. Hör auf zu kotzen, Mensch. Na, was ist hier los? Schön, dich zu sehen, Namrud. Nefertari hat Verstärkung geschickt, wie ich sehe. Sein Name ist Bayek, ein guter Freund von Nefertari. Ich bat ihn mitzukommen und er war netterweise einverstanden. Ich schätze, das sind wir alle. Ich höre, ihr habt Ärger. Ich bin Nefertari etwas schuldig. Aber wenn dem so ist, folge mir und bleib in der Nähe. Vor uns liegt eine weitere Reise. Okay. Der Weg zu der Mine war frei. Aber das heißt nicht, dass er es auf dem Rückweg auch ist. Sei auf alles. Das sehen wir ja gleich. Du scheinst bekümmert, Namrud. Warum so zögerlich? Ich weiche nicht gern vom Plan ab. In diesem Land wimmelt es von Gefahren. Banditen, Soldaten, die Wildnis. Deshalb reisen wir auch nur bei Nacht. Das hilft, Ärger zu vermeiden. Wo lagert ihr? In einer verlassenen Feste im Westen. Das ist unser Rückzugspunkt. Rückzug von was? Von einem Angriff auf ein nahes Lager.
Dort waren mehr Soldaten als gedacht. Wir hatten große Verluste. Wie viele Verwundete? Genug. Deshalb ist die Nähe zu der Mine von entscheidender Bedeutung. Die Heiler wirken wahre Wunder. Wir haben Glück, dass Nefertari uns das erlaubt. Sie hat ein reines Herz. Riskiert ihren Kopf. Immerhin gehört diese Mine dem Regime. Okay. Scheint mir eh schon da zu sein. Schauen wir doch mal. Warte mal, wir lassen mal schnell. Okay, scheint aber sauber zu sein. Ich baue auf. Bayek, du folgst Namrud. Er zeigt dir, was zu tun ist. Diese Männer. Schaff sie nach hinten, zu den Öfen. Okay. Hier, so, in einer Reihe. So ist es einfacher für Sophia. Eure Bande ist viel kleiner, als ich dachte. Klein? So, sind die Öfen? Ah, da vorne. Jeder für jeden. Ich bin genau wie sie. Nur haben die Götter mich verschont. So, Nummer 1. Vorsicht! Nummer 2. So, der dritte. Kalt. Hier ist so kalt. Oh, mir nicht. Hier ist schön warm, schön die Heizung an. Passt, läuft leider. So, fertig. Sie sind schwer verwundet. Aber sie überleben, wenn Sophia nur halb so gut ist wie Nefertari. Du und Nefertari seid alte Freunde. Sowas in der Art. Sie rettete mich, nachdem ich Rudyek getötet hatte. Du warst es also, der ihn getötet hat, ha? Ich kann es kaum glauben. Bei den Göttern! Das Leuchtfeuer! Das Feuer alarmiert das Regime! Sie haben uns gefunden! Okay, das heißt fighten. Los! Rebellen! Rück vor! Lasst keinen überleben! Bogenschützen, haltet euch bereit! Tötet die Verwundeten Alter, zuletzt! Kann mich verarschen? Widerstand ist zwecklos. Ihr seid unterlegt. Legt die Waffen nieder und wir töten euch schnell. Lieber ramm ich dir mein Schwert in. Was ist denn hier? Warum hat denn hier... Wer sich gegen Ptolemaios stellt, wird sterben. Warum hat denn das Schild da an? Wer mir anlegt, stirbt. Der da kämpft auf der Seite der Rebellen. Was für ein Narr. Alter. Ah, jetzt. Okay. Gibt's ihn auf der Mütze hier? Ja. Noch einer hier. Schild draußen gehabt hier. Das ist Sophia. Sie hat das Feuer entzündet. Warum lockt sie die Soldaten zu uns? Ich werde nach den anderen sehen. Geh und kümmere dich um Sophia. Schatz plündern. Wo ist hier Schatz? Sophia ist die Verantwortliche für das alles. Sie ist beim Leuchtfeuer. Okay. Aber irgendwo gibt es hier noch einen Schatz. Den würde ich eigentlich mitnehmen. Kann ich den nicht mitnehmen? Sag jetzt nicht, dass mein Inventar oder so voll ist. Zurück. Du bist ein Mörder. Bitte? Du hast doch die hergeschickt. Na komm, ich muss die auch. Nein! Bleib mir bloß vom Leib!
Düscht. Rede! Die Omen! Das warst du! Wieso? Oh, Jack! Ich liebte ihn! Wir wollten ein besseres Leben! Du nahmst ihn mir! Oh, ich verstehe. Du warst Rudjeks Mätresse. Tja, dein Liebhaber hat meinen Sohn getötet. Ich empfinde kein Mitleid. Ach, du solltest sterben. Oh, mach's gut. Eine Schande. So ein. Naja, so hübsch ist sie auch nicht. Es ist kein Platz für Schönheit in unserem Krieg. Der Tod lässt uns Dinge tun, die wir bereuen. Sie täuschte uns beide. Eure Männer? Der Leichenstapel wächst weiter. Wir pflegen die Verletzten selbst. Wir können keinen neuen Heiler holen. Okay. 3000. So sind wir schon Stufe 27, Leute. Sehr schön. Gut, damit würde ich sagen, was ist auch schon wieder mit der Folge. Stufe 27, sehr, sehr gut. Eine Stufe noch und dann geht es auch mit der Hauptquest weiter. Wenn es euch ein bisschen gefallen, lasst mir natürlich ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr, sehr freuen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Ist mir am allerwichtigsten. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.